Das gibt's doch nicht. Der letzte Schuss ging daneben. Die letzten Sekunden im Finale des Profi-Pokal-Cups. Wenn wir das noch schaffen. Katztastisch begrüße ich euch zum großen Finale von Mario Strikers Battle League Football hier auf Katze. Heute geht es um den Profi-Pokal im galaktischen Modus, also die schwierigste Herausforderung im gesamten Spiel. Sind wir bereit dafür? Lasst uns den Eber rauslassen, um es mal anders auszudrücken, und schicken Rosalina als Teamkapitänin los. Mit Peach, Donkey Kong und Yoshi, und wir haben Toadie mit... okay. Mit 3 Toads, also 4 Toads, hier im großen Finale heute. Dann mal los, das erste Match hier im Profi-Pokal und... direkt gefoult. Aber irgendwie lustig, wenn man nur 4 Pilzköpfe als Gegner hat. Ja, und es fängt fabelhaft an. Nicht. In den ersten 10 Sekunden haben sie das erste Tor geschossen. Ich glaube... Das ist wieder so ein typisches Beispiel wie: Unterschätze niemals jemanden, der kleiner ist als du. Das gleiche gilt für andere Aspekte, wie zum Beispiel: Unterschätze niemanden, der jünger ist als du. Und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausende Beispiele. Und diese Beispiele lassen sich auch umdrehen. Unterschätze niemanden, der größer ist als du. Wobei Größere wahrscheinlich eher weniger unterschätzt werden. Nichtsdestotrotz, pure Konzentration hier im großen Finale, im Profi-Pokal. Und ich würde sagen, die haben so einiges drauf. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so die Kombination aus Muskelkraft, Kombinatorik, Tempotechnik, Tricksereien und ja, alles, was eben dazugehört. Hey, aber nicht faulen, ja? Es gibt auf jeden Fall einen Toad, der mit seinem Superhelm jeden hier fault. Der läuft mir partout ununterbrochen hinterher. Schwer, das irgendwie zu verhindern. Okay, nein! Ich glaube, das wird heute richtig knifflig werden. So, nein, das hätte nicht sein dürfen. So, Donkey Kong, komm! Ja! Wunderbar, und das ist meine Chance. Das ist meine Chance, um einen perfekten Schuss hinzukriegen. Donkey Kong, sind wir froh, dass du bei uns bist. Donkey Kong ist heute spielerisch gesehen in der Defensive, aber macht auch im Sturm einiges mit, um das Team ins Ziel zu führen, zum Sieg zu führen. SC Katze muss voranschreiten. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, nächste Runde für uns. Nein. So schnell unterbinden. Zack, ey, was war das denn? Yoshi hat eine super klasse Position, um eventuell ein Tor zu schießen, aber so sollte es wohl nicht kommen. 2-2. Und so schnell funktioniert der Ausgleich. Okay, wir haben noch mehr als die Hälfte der Spielzeit. Es ist also noch alles offen. Für uns, aber auch für die Gegner. Demzufolge liegt es an uns, zu zeigen, dass wir es drauf haben und es verdient haben, diesen Profi-Pokal in den Händen zu halten. So, Vorsicht. Wie geht's jetzt weiter? Jody, oh, Yoshi, was ist denn los? Also, das mit dem Foul klappt heute auch nicht so gut. Nein, Vorsicht, Bombe, nein! Vor allem haben die anderen die Möglichkeit zum Powerschuss, aber das wurde unterbunden! Donkey Kong, klasse Sache. Also Donkey Kong ist auf jeden Fall derjenige im Team, der für die ganzen Tore zuständig ist. Und wohlgemerkt, er ist hinten in der Defensive. Er ist der Verteidiger. Also, Donkey Kong, du bist echt ein Naturtalent. Ich muss aber auch sagen, kleiner Hinweis an dieser Stelle, ihr wisst ja, es gibt diese Erweiterungen. Vor allem diejenigen unter euch wissen das, die meine Videos hier von Anfang an verfolgen, von Mario Strikers Battle League. Aber auch diejenigen unter euch, die das Spiel selbst besitzen. Und Donkey Kong ist die einzige Spielfigur in meinem Team, die alle Erweiterungen von der besten Ausrüstung besitzt. Die beste Ausrüstung nennt sich im Spiel Bushido. Da gibt es Handschuhe, den Helm, den ich trage, also diesen Samurai-Helm, Schuhe und eben einen
Torso-Panzer, also für den Oberkörper. Und das alles trägt Donkey Kong und hat somit richtig gute Werte. Ob das jetzt die beste Wahl war, alles darauf auszulegen, das mag ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, da gibt es Profis unter euch, die das besser verstehen als ich. Allerdings bin ich der Annahme gewesen, dass das ganz gut funktionieren mag. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Oh, Peach. Sehr, sehr mutig gewesen. Leider nicht ganz durchgekommen. Achtung, Achtung. Passt zu Prinzessin Peach. Oh, die Banane leider schräg geworfen und ich bin selbst drüber gelaufen. Aber solange wir diese 3 Punkte halten, ist alles halb so wild. Also, schnell Prinzessin Peach. Und nein! Peach, sei vorsichtig! Peach ist auch die schnellste Kandidatin heute bei uns im Team. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie haben. Donkey Kong, Rosalina und auch Yoshi sind so für die Tore zuständig. Und, ja! 3:2, der Sieg geht an SC Katze. Man muss aber wirklich gestehen, einfach war das bei weitem nicht. Na gut, hoffentlich läuft das im nächsten Match ein bisschen besser für mich. Weil so gut das Fußballspiel auch ausgegangen ist, hätte man durchaus ein bisschen einfacher gestalten können. Okay, im Profi-Cup, Profi-Pokal, spielen wir nun gegen die Crowns. Die konnten sich gegen die allseits bekannten Scramblers durchsetzen, die wir ja schon in der Vergangenheit oftmals im Finale hatten. Aber wer weiß, die Scramblers haben ja in der anderen Leiste nochmal die Möglichkeit, in einem Rematch bis ins Finale vorzudringen. Okay, alle sind bereit im Publikum und da ist unser Team. Team Prinzessin Peach. Ich meine Rosalina. Peach ist nicht unsere Anführerin, aber Rosalina. Und da haben... Oh, ebenfalls Rosalina. Und mit Donkey Kong, Waluigi und Peach ein ähnliches Team. Nur Yoshi und Waluigi unterscheiden sich. Und auch von der Positionierung ähnlich. Nur, ja, genau die Position von Yoshi hat eben Waluigi. Alle anderen Personen haben exakt die gleiche Position. Interessant. Sehr, sehr interessant, dass wir ein ähnliches Team zu sehen bekommen. So, ich dachte mir nur, das war mein einziges Kriterium. Ich möchte im Finale jemanden in der Verteidigung haben, der schön, ja, tackeln kann. Also Wario, Bowser oder Donkey Kong. Im Sturm wollte ich Mario oder Rosalina hatten, da wir Mario im ersten Match der galaktischen Herausforderung hatten, habe ich mich für Rosalina entschieden. Und wen ich gerne im Mittelfeld habe, sind Toad und Yoshi. Da wir Toad aber schon ein paar Mal hatten, habe ich mich für Yoshi entschieden. Und was war das denn? Oh, Wiederholung. Ja, schaut mal, dagegen gefeuert und dann zack, gegen die Latte und dann rein ins Tor. Verrückt, wirklich verrückt. Na gut, machen wir das Beste aus der Situation. Wow, ja, schade. Schade, dass Yoshi gefoult wurde. Schon wieder. Ach nee, das war ich selbst, oder? Ah, tut mir leid, Yoshi. Also wenn ich im großen Finale schon meine eigene Mannschaft faule und tackle, dann wisst ihr, ja, ich bin immer noch nicht so richtig gut im Spiel. Aber hey, ich werde immer besser. So, 1, 2, rot und blau ist okay. Vielleicht kommen wir ja trotzdem durch diese massive Verteidigung unseres Gegners. Wollen wir doch mal nachsehen. Let's go! Und kaboom! So, so, komm da durch, komm da durch, komm da durch, Rosalina. Es bleibt spannend und... Ja! 2:1. Rosalina bringt mit einem Hyperschuss die Wende. Perfekt. Ein Hoch auf unsere Kapitänin. Super schön gemacht. Das ist nämlich Frauenpower hier mit Rosalina und Peach. Da sieht man mal. Ich habe es ja erst vor kurzem in einem anderen Mario Strikers Video erwähnt. Unterschätzt niemals die Damen. Unterschätzt niemals die Mädels hier im Fußballspiel. Die sind nämlich ziemlich gut. Na gut, wie geht es jetzt weiter? Ja, alle laufen nach hinten. Und oh, Rosalina fault aber richtig fies. Das kann man nicht anders sagen. Nein, 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 nein. Wir müssen das unterbinden. Und jetzt wieder der Ausgleich.
Ah, da ist unsere Rosalina natürlich mächtig sauer. Und wir haben fast ein ähnliches Szenario wie vorhin gegen die zwei Toadies. Aber da! Freie Bahn für Yoshi! Yoshi, bitte! Nein! Eine Sekunde mehr und ich hätte länger aufladen können. Jetzt laufen alle wieder nach hinten. Aber jetzt, zack! Peach, 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 komm, 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 komm! Ja! Peach bringt das Team in Führung. Und wisst ihr, woran das lag? Diesmal wurde nicht wirklich verteidigt. Das ganze gegnerische Team war auf meiner Seite. Somit hatte ich genug Zeit, um, naja, vorne meinen Schuss aufzuladen und ein Tor zu erzielen. Fast! Fast! Nachschuss, Nachschuss! Oh! Oh, heikle Angelegenheit. Nein, Yoshi, tut mir leid. Auch da komme ich leider nicht so gut durch. Jetzt aber, jetzt aber. Zack zu Yoshi. Und ich laufe mal schnell davon. Und dann, komm, komm, komm. Ja, 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 Nachschuss, Nachschuss! Habt ihr das gesehen? Der Nachschuss von Peach und kurze Sekunden später wird Peach ebenfalls ins Tor getackelt. Also war Luigi jetzt mal im Ernst. Autsch, habt ihr das gesehen? Das war nicht wirklich gentleman-like. So verhält sich kein Mann. Kein junger Mann. Mann, Mann, Mann. Also den muss man noch Manieren beibringen. So, wow, wow, wow. Na, gut ausgewichen, Rosalina. Mein Respekt, verehrte Dame. So, jetzt. Mit dem Super-Tackle an den Ball gekommen. Achtung, Achtung. Ja, okay. Hm. Leider kein Item, um uns irgendwie freizuschaufeln. Ich habe keine Gelegenheit, um hier durchzukommen. Oh, 4 zu 3. Und wir haben noch eine Minute Spielzeit. Da ist noch alles offen, wie wir alle wissen. Mal gucken, was daraus wird. Zu einem Hyperschuss werde ich leider nicht mehr kommen. Die Chance habe ich jetzt leider vergeigt. Aber gut, dann probieren wir es eben mit normalen Toren, die mindestens genauso machbar sind. Vorsicht, Vorsicht! Oh, ja, 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 Donkey Kong ist uns dicht auf den Fersen. Und jetzt werden wir das halten können. Ich würde gerne noch zur Sicherheit ein weiteres Tor schießen. Ich möchte keinen Gegentreffer, ich möchte keinen Golden Goal oder ähnliches. So, noch eine halbe Minute Spielzeit. Es kann noch alles passieren und es wird gefoult ohne Ende. Nein, ich laufe über die eigene Banane und die haben sogar einen Stern. Donkey Kong, bitte haut doch irgendwo den Ball weg. Okay, okay, okay. So, dann darüber. Zu Rosalina. Jetzt, jetzt, nein. Okay, jetzt nur noch halten, nur noch halten. Halten, halten, halten. Kein Gegentor kassieren und weg mit dem Ball. Puh. 4 zu 3 im Profipokal. Es endet einfach immer nur knapp. Wow. Doch wer wird jetzt unser nächster Gegner im großen Finale sein? Das war eine ganz enge Kiste, ja, auf jeden Fall. Obwohl wir fast beide zu 50% im Ballbesitz waren. Ich nur 1% weniger, also respektive 2%. Weil die anderen hatten 51, ich 49. Oh, die Crowns erneut. Die konnten sich also im Rematch behaupten. Das heißt, das Team, mit dem wir selbst spielen, tritt jetzt erneut gegen uns an. Nur mit dem Unterschied, dass der Gegner Waluigi im Team hat und wir mit Yoshi spielen. Na gut, wir sind alle bereit. Und da kommen wir auch schon. Team Rosalina, SC Katze, bereit für das große Match. Und natürlich, wie sollte es anders sein, auch die, ich sag jetzt mal, böse Rosalina. Nein, sie ist natürlich nicht böse. Sie ist genauso lieb wie unsere Rosalina, ist aber in diesem Freundschaftsspiel unser Gegner. Ein Freundschaftsspiel ist es aus Pokalsicht allerdings nicht. Ich meinte mit Freundschaftsspiel lediglich, dass wir uns alle gut verstehen, ja. Aber in diesem Spiel, ja, sind wir eben Gegner, sind wir Kontrahenten. Und da gilt es, sein Bestes zu geben. Und faulen ist hier erlaubt. Komm, 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 Yoshi. Achtung, einmal durch. Ausgetrickst und... Oh, schade, Nachschuss. Leider nicht möglich. Dafür ist der Ball zu weit weggeflogen. Jetzt.
Leider direkt in die Arme. Okay. Und weiter geht's. Donkey Kong. Ja, gut. Und jetzt... Oh! Der rote Panzer konnte den Schuss von Donkey Kong unterbinden. Und... Nein, die spielen wieder so komisch. Gut. Lieber Torwart, achte auf den Ball. Achtung. Rüber. Pass zu Prinzessin Peach oder so. Rosalina besser. Oh, nein. Okay. Was machen sie jetzt? Bitte kein Hyperschuss. Das war mindestens genauso schlimm. Och, Mann. Gibt's ja nicht. Okay, alles gut. Alles noch in bester Ordnung. Hey, lass Song geben. Nein, bitte faulen, nein. Nein, nicht blau, nicht. Das gibt's nicht. Ein blauer, perfekter Schuss. Wir alle wissen, was das bedeuten. Garantierte 2 Tore durch Waluigi. Ich kann da nur zugucken und traurig sein. Nein! Oh, Waluigi! Das war richtig gut. Wir müssen dagegen halten. Schnell ein Item holen, Donkey Kong. Warum hast du es nicht gleich erledigt? So, jetzt komm. Yoshi! Nein, Nachschuss wäre so wichtig gewesen. Wir müssen jetzt 3 Tore irgendwie aufholen. Und das ist machbar. Zumindest, wenn wir einen Hyperschuss ermöglicht bekommen. Aber vielleicht sorgen wir noch für einen normalen Schuss, für ein normales Tor. Oh, gut gemacht. Schöne Parade des Torwarts. Und oh, ihr fault auch so komisch. Oh, Stern. Perfekt. Nein. Sagt nicht, ihr habt schon wieder. Was? Nochmal ein perfekter Schuss. In Blau? Das gibt es nicht. 0-5. So schlecht sah es in den 15 Folgen noch nie für mich aus. Bitte was? Und ich kann nicht mal richtig passen. Donkey Kong tackelt einfach unseren geliebten Yoshi. Oh, Teppichtörtchen. Okay. Jetzt reicht's mir aber. 2 Hyperschüsse, ein normales Tor, um zumindest einen Ausgleich zu erlangen. Komm. Oh! Okay. Torwart, bitte gib alles. Zeig, was du drauf hast. So. Dann hier rüber. Zack. Oh, Vorsicht! Nein. Und, oh, daneben. So, jetzt. Wir haben die Möglichkeit, zu einem Hyperschuss zu kommen. Wir müssen uns aber erst einmal nach vorne kämpfen. Das müssen wir jetzt ermöglichen. Komm. Das sieht gut aus. 1, 2. Immerhin ein starker Schuss. Also 2-mal rot ist doch ein sehr, sehr starker Schuss, der nur schwer vom Torwart aufgehalten werden kann. Mal sehen, ob ich durchkomme. Kada boom, bam. Komm, setz dich durch. Ich muss da durchkommen. Nein, Nachschuss. Oh, zum Glück. Wenigstens war der Nachschuss drin. Peach, tolle Arbeit. Aber noch haben wir nicht gewonnen. Wir haben noch über 1 Minute Spielzeit. Ja, 2-5. Das sieht sehr, sehr gut aus. So müssen wir weitermachen. 2 Hyperschüsse und wir sind im Vorteil. Dann würde es 6-5 stehen. Doch das müssen wir erst einmal möglich machen. Und wir alle wissen, dass das nicht einfach ist. Aber wir haben aktuell noch einen Stern in petto, den ich auch lieber erst dann einsetzen würde, wenn ich einen Hyperschuss möglich machen kann. Donkey Kong, schieß nach! Nein, bitte! Oh! Okay, Hyperschussmöglichkeit besteht. Jetzt müssen wir den aber erstmal den Ball abknöpfen. Oh nein. Kommen wir vielleicht zu einem Ausgleich und dann zu einem Golden Goal? Wäre sowas vielleicht möglich? Ich denke mir schon verschiedene Szenarien aus. Gott, nein! Oh, was? Schon wieder unterbunden. 2-7. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich könnte jetzt mächtig sauer auf meine Gegner sein, aber nein. Ganz im Gegenteil. Wenn sie gewinnen, haben sie verdient gewonnen, denn sie sind einfach besser. Das ist so. Und das ist vollkommen okay. Das zeigt mir jetzt als Verlierer, dass ich einfach mehr üben muss.
dass ich härter an mir arbeiten muss. Übung macht den Meister, heißt es doch. Und das ist etwas, was wir aus diesem Spiel hier lernen können. Ist man nicht gut genug, ist man natürlich auch sauer. Man ist traurig, völlig normal. Jetzt 2:8. Also, machen wir uns nichts vor, noch 10 Sekunden. Und was ich euch mitgeben möchte, ja? Das ist okay, es gehört dazu zu verlieren. So wie ich jetzt. Aber niemals aufgeben und weiterüben. Vielleicht verliert ihr nochmal und nochmal und nochmal. Aber erst wenn ihr aufgegeben habt, habt ihr wirklich verloren. So. Also es liegt immer an euch. Ihr bestimmt euch selbst als Verlierer. Im Spiel, gut, das Spiel hat entschieden, dass ich der Verlierer bin. Aber nicht, solange ich nicht aufgegeben habe. Und ich gebe natürlich nicht auf. 2:9 ist echt eine harte Niederlage. Aber ja, ich probiere es weiter. Ich probiere es weiter. Los geht's. Das Rematch. Das Finale im Finale. Geben wir unser Bestes. Jetzt hier im großen Finale von Mario Strikers Battle League. Im letzten Pokalspiel. Der Profi-Pokal. Boah, das ist echt ein wildes Gefaule hier. Von Tackle zu Tackle, von Faulen zu Faulen. Überall wird gefault. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Nein, ich bin selbst gegen den Elektrozaun gerannt. Jetzt, Yoshi, komm, komm, hau rein, hau rein. Ja. Ein früher Treffer durch Yoshi. Nicht nur ein früher Treffer, sondern auch ein sehr, sehr wichtiger Treffer. Puh. Yoshi, sehr, sehr gut gemacht. Weiter geht der Spaß. Nächste Runde. Okidoki. Dann wollen wir doch mal nachsehen. So, Rosalina, zack zu Yoshi. Und, boah, heikle Angelegenheit. Eieieiei. So, so, komm, komm, komm. So, perfekt. Nein. Okay, okay, okay. Alles Paletti. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. So, jetzt. Oh, was? Gefault? Komm, komm, komm. Wir müssen da irgendwie raus aus unserer eigenen Hälfte. Ach, das ist nicht einfach. Aber es ist die, ich möchte es nochmal betonen, die schwierigste Herausforderung in Mario Strikers Battle League. Es ist der Profi-Pokal-Cup. Es ist der letzte Pokal im Spiel und nicht nur in irgendeinem normalen Modus, sondern im galaktischen Modus. Das ist sozusagen der Experten-Modus, den wir gemeinsam freigeschaltet haben und jetzt hier zu Ende spielen wollen. Aber 1:1 ist noch gut. Ich glaube, im letzten Spiel hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 4 Gegentore. Kann das sein? Komm, komm, komm. Oh, Rosalina. Ist die schnell. Was hatten die für Turbo-Treter an? 1:2. Nein. Okay. Okay. Machen wir weiter. Wie sage ich immer wieder, noch ist alles offen. Eine Banane. Komm. Mit der können wir eventuell viel anfangen. Ja, Donkey Kong aufhalten. Starker Schuss von Yoshi und... Ah, zu spitz den Torwart oder das Tor anvisiert. Ich hätte weiter in die Mitte laufen müssen. Kommt, kommt, kommt. Nein, 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 nein. Boah, 1:3. Oh nein. Okay, weiter geht's. Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin fast schon sprachlos, wie das hier abläuft. Irgendwie hat sich der Schwierigkeitsgrad jetzt im Finale verzehnfacht gefühlt. Also das erste Spiel gegen die Crowns, als wir noch nicht im Finale waren, das lief ja ganz gut. Okay, zum Glück. 2:3. Dankeschön, Prinzessin Peach. Mit ihrem Turbo, mit ihrer Turbo-Ausrüstung. Naja, wie schon gesagt, das erste Spiel gegen die Crowns lief ganz gut. Kaum sind wir mit den Crowns im Finale, geht die Post ab. Schwierigkeitsgrad war ja schon im galaktischen Modus sehr, sehr hoch. Verzehnfacht. Aber es kommt mir vor, als hätte man das jetzt im Finale nochmal verzehnfacht. Was ist das denn? Unglaublich. Unglaublich. Komm, komm. Prinzessin Peach. Ja, ja, ja. Wir haben... Ja, wir haben zumindest mal die Möglichkeit zu einem Hyperschuss bekommen. So, hier zu mir, hier zu mir. Wir haben leider kein Item. Komme ich hier vielleicht eins? Oh, natürlich nicht zu einem Hyperschuss. Und ich komme generell nicht mehr dazu, weil mein Hyperschuss jetzt ausgeht. Prinzessin Peach, oh nein.
Das gibt es nicht. Jetzt haltet sie doch auf. Eine Minute Spielzeit. Eine letzte Minute. Werden wir es noch schaffen? Yoshi, komm, 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 komm. Nein! Nein, Nachschuss, Nachschuss, bitte. Rosalina wurde gefoult. Ich dachte, der rollt jetzt rein. Das wäre ein Eigentor. Okay. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. No, alle weichen aus, alle weichen aus. Komm, 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 komm. Perfekt. Jetzt rüber. Und. Starker Schuss. Bitte, bitte. Rot. Rot ist, ja, ein sehr, sehr gewaltiger Schuss. Rot bedeutet, der kann reingehen, muss aber nicht. Na, wir wollen doch mal sehen, ob es funktioniert. So. Schönes Herz formen. Und bitte, wenn er durchgeht, gewinnen wir in den letzten 20 Sekunden. Was? Nein. Der ist nicht durchgegangen. Der ist nicht durchgegangen. Hyperball, Hyperball, da oben. Der Hyperschuss, die Sphäre. 10 Sekunden noch, 10 Sekunden noch, 10 Sekunden. Wir brauchen noch mal einen Hyperschuss. Schnell, schnell, schnell. Hyperschuss, Hyperschuss, Hyperschuss. Rosalina, bitte hau raus. Einen perfekten Hyperschuss. Es ist nicht perfekt. Wir können noch gewinnen. Die letzten 4 Sekunden. Der letzte Hyperschuss in diesem Match. Werden wir noch als Sieger hervorgehen. SC Katze mit Teamkapitänin Rosalina, die den letzten Schuss vollführt. Schaut euch oben die Zeit an. 2, 1, 0. Das Spiel ist durch. Geht der Ball aber noch durch? Der geht durch! Ich glaub's nicht! Ein Tor mehr, ich glaub's nicht! Freunde, Katzenfreunde! Wir haben gewonnen! In den letzten Sekunden! Ich glaub es nicht! Was ist da gerade passiert? Würde ich hier kein Video für euch aufnehmen, würde man mir das nicht glauben, oder? Wir haben den Profipokal gewonnen. Hier im galaktischen Modus. Ach, ist das wunderbar. Rosalina, hol uns den Pokal. Hol dir den Pokal für das gesamte Team ab, für SC Katze. Und in SC Katze ist nicht nur das Team, sondern seid ihr auch dabei. Seid ihr auch Teil davon. Die Katzen-Community. Der Pokal ist für euch. Und damit haben wir im galaktischen Modus alle Pokale bekommen. Puh, das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich hoffe, die Videoserie hat euch gefallen. Meine Lieben, bleibt katztastisch.